So, ich habe den Raptor-Sattel. Will ich den direkt auf deinen Raptor legen? Ja, danke. Und dann will ich den Ich muss anderen ihn. Raptor, der hier jetzt rumläuft, ziehen. So sieht's aus. Ja, du hast doch sogar schon einen eigentlich. Mega, mach ich zwei. Hast du noch einen zum Schutz dabei? Yeah, da können wir denn hinterherlaufen. Und alles angreifen. Das lasse ich So. mir nicht bieten, ey. Und so ein Pisser. Brauch nur ein bisschen Stroh. Hast du Stroh? Ja. Wie soll man das denn das lesen können? Bei einem Erdbeben ist doch scheiße. Was lesen? Naja, was der Dodo so hat. Was ich versucht, das. Achso. Ja, wenn die ganzen großen Tiere rumlaufen bei uns, ne? Ja, das ist voll nervig. Okay. Wie sind deine Eltern, was du spielst, Delphi? Ich meine, dem Alter finde ich das schon irgendwie ein bisschen, weiß nicht, bedenklich. So, dein unbekannter Raptor, ne? Ne, namenlos war deiner. Namenlos genommen. Der noch ein Level ab. So, Sattel ist drauf. Okay. Dankeschön. Ach, ich weiß jetzt aber echt nicht mehr, was ich mit dem Holz eigentlich machen wollte. Komisch. So, gib mir Stroh. Ach so, ja, warte. Ganz vergessen. Da. So, 30 Stück sind in der Truhe. Dankeschön. Bitteschön. Dann fange ich mir jetzt einen Raptor. Raptor rein. Ich meine ganz ehrlich, der ist Level 37, der ist cool. Und ich mache ihn auf Nahkampfschaden. Ne, Leben solltest du auch ein bisschen machen. Ja, das stimmt, aber erst Schaden. So. Mit dem kann ich jetzt springen. Das Problem ist nur, die Bäume, die hier sind, die sind immer noch nicht wert. Weißt du, beim letzten Mal habe ich die hintereinander weg ständig abgeerntet und jetzt sind sie plötzlich nicht mehr da. Das finde ich irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Weißt du, da brauchte ich ja nur zwischen diesen zwei Stellen hin und her laufen und hatte ja immer mein Holz. Na, du Pisser. Kennst du mich noch? Hm? Kennst du mich noch? Ist ein bisschen was mit meinem Ding hier ins Gesicht. Ach, da ist er. Soll ich mir draufhauen? Also. Wenn du Keule hast. Ja, aber warte, ich mache erst mal meinen Raptor auf, friedlich. Ja, ganz gut. Ah, er ist schon passiv, Ja, wenn du alles 10 Jahre brauchst. Der bringt die Bohle auch nichts mehr. klar. Ja, sorry. So. Hast du genug Fleisch? Ja. Ich glaube, Und das jetzt wird spucke ich auf ihn. Hier, nimm das. schon. Und das. Und das. Ich hoffe, der hat auch noch genug Fleisch, wenn er geht. Oh, Level up. GTA soll schlimmer als Yanda sein? Ja, ich glaube nicht. Also, was ich davon gesehen habe, war schon ziemlich eklig. Ich kenne Yanda nicht, was ist Yanda? Das ist nicht ein Killerspiel. So, guck ihn dir an. Er liegt in meinem Dreck. Und gleich ist er gezähmt. Was hast du denn da alles hingeworfen? Ein Zeug. Von meinen dutzenden Toten. Das sieht so geil aus. Liegt er da wirklich wie im Dreck, ey? In deinem ganzen Müll. So gemein. So, Räucherkammer wäre nicht schlecht, wenn wir das noch haben später. Ja, auf jeden Fall. Ja, der Honig ist mittlerweile abgelaufen bei mir. Schade. Ich kann ja gleich neuen holen und sterben. So. Ich glaube, ein Raptor hängt da noch rum, den muss ich noch erledigen. Okay. Dann kann ich mich an die. Ist nicht dein Ernst, ist das so ein komisches Riesenvieh? Egal.
Okay. Muss nur aufpassen, dass sie nicht vom Raptor erwischt werden, dann ist alles gut. Naja, nee, klar. So, jetzt habe ich meinen Packesel und meinen Raptor. Beim letzten Mal war das eine voll die gute Kombination. Das Schlimme ist halt, wenn man so einen Berg hochgeht, dann sieht man immer so wenig. Ja, stimmt. Konzentration. Was dann? Ich hoffe, hier ist niemand. Ist ein Bär. So, schon mal einen Bären gefunden. Toll. Wie komme ich denn da hoch? Ist das Eisen? Na, schade. Ne, du hast aber den Eisenvorkommen ja auch immer Stein mit dabei. Ja, ja. Nur, es sah gerade so seltsam aus, weil es im Felsen drin war. Ach so, ja. Also war es kein Eisen, keine Sorge. Ich glaube nicht, dass ich in die Lootbox da oben rankomme. Also, ich habe in der letzten Folge so viel versprochen, letzten Stream so viel versprochen, was ich machen möchte. Betten, hast du nicht gesehen. Nee. Und jetzt hänge ich hier. Tja. Stimmt, ein Bett wollten wir machen. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wieder auf. So, was brauchen wir denn für ein Bett? 80 Stroh brauche ich nur noch. Okay, das geht ja klar. Das kriege ich hin. Hier sind gerade sowieso Bäume. Okay. Brauchtest du jetzt eigentlich noch ein paar Parasaurus? Ja. Wäre cool. Nein, ich habe ihn echt nicht getroffen, ne? Der steht genau vor mir und ich habe ihn nicht getroffen. Mit dem Bullock? Ja. So, das Spiel hat eine geile Story. Ja, aber wenn es so brutal ist, keine Ahnung. Ja, und ich dachte mal, das wäre ab 18. Naja, das ist vielen Leuten egal. War es uns auch so. Ja, aber den Eltern ist es meistens nicht egal. Ja, die müssen es ja nicht wissen. Naja. Wie gut, dass ich generell Zeit habe. Ich war nicht mal in der Nähe der Scheißpilze. Jeder Steinholz fehlt mir alles. Also ich hätte dir jetzt gern Para gezähmt, aber. Kleinen Regi musst du unbedingt daneben werfen. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Du hast daneben geworfen. Das ist schon wieder vor mir. So, wir haben ein Bett. Yay. Ansonsten weißt du, was du machen kannst? Ne? Du gehst einfach nur mit einer Axt bewaffnet in den Wald und versuchst Holz zu holen. Ja, und wenn dann? Du stirbst, dann ist halt so. Ist ja nicht wild. Ja, nö. Verlierst ja nichts. Nein! Oh, fuck. Ja, wirst du von den Hyänen angegriffen? Yeah. Ja. Ich habe sie gefunden. Das ist Unschein. Also der Para sitzt auf jeden Fall tot. Ja, du hast jetzt den Raptor. Das ist nicht gut. Konntest du wenigstens mit dem Raptor fliegen? Ja, weil sie haben sich alle auf den Para gestürzt, alle drei. Ich hoffe, sie haben mich nicht verfolgt. Ich weiß nicht, wie lange verfolgen Hyänen einen? Nicht lange. Dann ist gut. Sonst haben wir gleich ein Problem. Den Raptor. Bist du bis zur Basis gelaufen, oder was? Ja. Coole Nummer. Wir brauchen Betäubungspfeile, ey. Sobald ich ein richtig starkes Viech zähmen kann, so wie ein Triceratops, und ihn einfach nur ein paar leveln lasse, weißt du, ein paar Level lassen und dann auf Leben gehen. Und dann kriegen die aufs Maul. Oh yeah, das wäre richtig cool. Tja.
Ich habe keine Ahnung, was noch alles in dem Para drin war. Aber ja, gut. Oh, sag mal bitte, dass ich hier hochkomme. Sonst muss ich mich an dem vorbeischleichen hier. Ich bin jetzt traurig. Ist dein Para tot ist? Ja. Ich komme hier nirgends hoch. Ist das dein Ernst? Schleichmodus aktiviert. Ich bin ein Assassine. Ich bin ein Assassine. Ziemlich. Ich meine, vor allem wirst du gegen diese drei Hyänen in der Gruppe, hast du wirklich keine Chance. Hm. Du hast ein automatisches Gewehr oder so. Und dann halt einfach alle wegballern. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo du gestorben bist. Hm? Wer was gestorben ist? Wo du gestorben bist. Ich? Ich bin gar nicht gestorben. Wo dein Para gestorben ist. Ach so, wenn du diesen normalen Weg hochläufst. Von unserer Basis aus. Da. Da waren die direkt? Ja. Ach du Scheiße. Hm. Das habe ich mir auch so gedacht. Ich kann mich eigentlich nur mit Pfeilen zu decken und dann hoffen, dass ich nochmal schaffe. Aber ohne Visier wird das schwer, glaube ich. Hm. So, ich brauche jetzt irgendwas Sinnloses, was man herstellen kann, ohne Holz. Warum? Einfach so. Na, einfach zum Leveln, einfach so. Aber für jeden Scheiß brauchst du Holz oder Leder. Ja, aber Stroh brauchst du ja auch, genauso. Ja. Verdammt. Ja. Das Einfachste wäre halt sowas wie Mörser mit Stößel. Wenn du dafür einfach nur Leder und Steine brauchst. Hm, stimmt. Und Leder haben wir ja theoretisch erstmal noch ein bisschen. Also zumindest für einen erstmal. Ach ja. So, ich komme jetzt wieder nach Hause. Hm, ist das... Zündpulver. Im Spiel muss man sich erstmal eine Waffe schnappen, was das auch immer heißt. Und wenn es der Magical Girl Wand ist, um das zu ändern. Was? Ich hab nicht ein Wort davon verstanden, was du da geschrieben hast. Es tut mir leid. Ich weiß, irgendwas hast du mit Autokorrektur geschrieben, aber du könntest dich korrigieren, was du sagen wolltest. Das wäre cool. Scheiße, ich hab Hunger und Durst. Aber ich glaube, ich habe Bären am Start, ne? Ja. Okay. Chitin, Keratin. So ein Scheiß haben wir doch auch ständig. Was willst du denn damit? Zement herstellen. Wofür? Keine Ahnung. Oh, wir haben den Raptor total vergessen, der liegt hier noch. Naja, der ist auch. Nee, ich hab ihn nicht vergessen, ich hab schon kontrolliert. Achso, okay. Ihm geht's gut. Ja, der hatte vorhin noch 10 Fleisch und war fast fertig gezähmt. Oh, er ist fertig gezähmt, okay. Ich bin gerade an ihm vorbeigelaufen. Ich hab's völlig vergessen, dass der Raptor da noch liegt. Hab ich gemerkt. Aber nein, ich habe ihn nicht vergessen. Das ist ja gut, immerhin einer denkt daran. Ja. Naja, wir brauchen ja unsere Armee, ne? Jetzt ist hier ein Kackbär in unserer Basis, ey. Mm, den habe ich schon gesehen. Ach. Ich habe schon überlegt, ob man den einfach töten kann. Weißt du, so wir beide zusammen mit unseren beiden Raptoren. Wobei eigentlich sogar drei Raptoren, ne? Du hast ja eigentlich jetzt selber zum zwei. Ich weiß nicht, wie stark du bist und ich will meinen Raptor nicht verlieren. Mm. Weil wir haben jetzt alle Raptoren hier in der Gegend ausgelöscht. Ja, die spawnen ja wieder.
Ja. Aber wahrscheinlich wird dein Raptor überleben und dann sagst du, ach, die spawnen ja wieder, du brauchst ja gar keinen. Ja. Und der ist immerhin auch Level 30. So, Pfeile. Ja. Stroh, Stroh, Stroh ist alles, was ich brauche. Stroh, Stroh, Stroh ist alles. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich wollte essen. Mann, man kann nichts mehr einsammeln, wenn diese komischen Viecher hier rumlaufen. Unglaublich. Echt, hier wächst echt nichts mehr nach. Was ist denn los? Nee. Da stellen wir das extra schon hoch, weißt du, dann wächst trotzdem nichts nach. Wahrscheinlich habe ich es noch länger gemacht. Ja, wer weiß, das kann. Na, wobei, aber du hast doch gesagt, du weißt, wie das geht. Ja, weil ich es hier schon mal gemacht habe. Ja. Ich kann gerne nochmal gucken. Nee, ach, das machen wir nächstes Mal. Eh gleich vorbei. Steuerung F. Oh. Spawn. Ressourcen-Respawn-Multiplikator. Definiert den Multiplikator für den Respawn der Ressourcen-Knoten. Keine Ahnung. Oder ist es Struktur-Nachwuchs-Multiplikator? Wieso, das sind doch... Ressourcen ist doch Holz. Ja, was ist denn Struktur-Nachwuchs-Multiplikator? Ich weiß nicht, was Strukturen sind. Also nicht in dem Sinne, jetzt vom Spiel her. Nachwachs-Multiplikator, das muss es sein. Na gut, fürs nächste Mal. Boah, theoretisch sind wir eh fertig für heute. Der denkt an die 10 Minuten. Ja, die sind schon. Haben wir jetzt 2 Stunden 10 drauf, oder was? 12. Ich musste ja den Anfang auch noch mit. Du Scheiße. Wir haben mir diesmal wirklich nichts gerissen. Ja. Wir haben echt nichts geschafft. Wir sind heute diesmal richtig. Ja. Was soll ich sagen? Wir sind echt schlecht gewesen. Ja. Also rein. Wenn du Lust hast, können wir diese Woche ja nochmal streamen und ich schneide das ein bisschen alles zusammen. Diese Woche? Naja, müssen wir mal gucken. Mal sehen. Weiß ich noch nicht. Das kommt darauf an, was auf Arbeit so passiert. Na ja, gut, dann wir hören uns ja morgen. Obwohl, morgen kommt ja schon die erste Folge. Dann ist es schon zu spät. Ja gut, komm, ich setze mich jetzt hier in die Base. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche einfach wieder zum nächsten Stream. Dann ist die Nachwachsgeschwindigkeit auch erhöht. Und Reggie kann auch was machen. Genau, ja, hoffentlich. Weil ich meine, im Endeffekt bin ich jetzt die ganze Zeit nur sinnlos hin und her gelaufen. Hab mein Para geschrottet. Und ich bin traurig. Ja, in diesem Sinne. Leute, haut rein, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.